Heute möchte ich euch den Film Django Unchained vorstellen. Kommen wir als erstes zu einigen Grunddaten. Deutscher Kinostart war am 17. Januar 2013. FSK ist hier 16. Regie und Drehbuch stammen vom US-amerikanischen Regisseur Quentin Tarantino, bekannt durch Filme wie Pulp Fiction, Kill Bill und Inglourious Basterds. Mitgespielt haben hier unter anderem Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio oder auch Samuel L. Jackson. Die Laufzeit beträgt ca. 165 Minuten. Kommen wir nun zum Inhalt. Der Sklave Django wird für den deutschen Ex-Zahnarzt Dr. King Schulz, heute Kopfgeldjäger, befreit. Django soll Schulz helfen, die Verbrecher Big John, Alice und Roger Brittle, die sich auf einer Farm irgendwo im Süden unter neuem Namen versteckt haben, aufzuspüren. Da Django von den Brittles einst nicht nur gefoltert wurde, sondern diese auch seine Frau Broomhilda vergewaltigten, hat er sich ihre Gesichter bestens eingeprägt und soll sie nun identifizieren. Auf dem Weg zu ihrem Ziel wird Django unter Schulz' Patenschaft selbst ein gefürchteter Verbrechensjäger. Gemeinsam jagen die beiden nun steckbrieflich gesuchte Verbrecher. Nach kurzer Zeit zusammen bietet Schulz ihm an, seine Ehefrau Broomhilda zu finden, von der er allerdings keine Ahnung hat, wo sie mittlerweile ist. Die Spur führt das ungleiche Duo zur Farm des Plantagenbesitzers Calvin Candy, der seine Sklaven zu brutalen Kämpfen, den sogenannten Mandingo-Kämpfen, auf Leben und Tod antreten lässt. Durch eine geschickte Täuschung gelingt es den beiden, Candys Aufmerksamkeit zu erwecken und so auf sein Anwesen, auch Candyland genannt, zu kommen. Da ich euch jetzt aber auch nicht zu sehr spoilern will, kommen wir jetzt zu meiner Meinung. Obwohl einige Kritiker vornehmlich auf die enorme Gewalt eingehen, finde ich, dass die deutlich überzeichneten Action-Szenen ja typisch für den schwarzen Humor des Films sind. Brutale Szenen im Verlauf des Films, wie zum Beispiel die Mandingo-Kämpfe, sind aufgrund des ernsten Themas der Sklaverei meiner Meinung nach auch relativ passend. Die Musik passt hervorragend zu den einzelnen Szenen und an dieser Stelle möchte ich auch noch ein Lied speziell hervorheben, das mir relativ gut gefallen hat, nämlich Ancora Key von Elisa Toffoli. Die Schnitte im Film sind auch meistens gut gesetzt und erzeugen auch eine relativ angenehme Atmosphäre. Die schauspielerischen Leistungen im Film sind insgesamt sehr gut, vor allem aber Christoph Waltz spielt seine Rolle als Dr. King Schulz wirklich genial und hat sich somit auch den Oscar wirklich redlich verdient. Fazit: Wer die schwarzhumorigen Tarantino-Filme mag, wird auch Django Unchained lieben. Er bietet viel Witz und war für mich wieder mal ein echtes Leinwanderlebnis. Alles hier Gesagte ist und bleibt meine Meinung. Wenn die euch nicht gefällt, macht euch doch ganz einfach eine eigene.